Und jetzt haben wir noch eine Frage von der Silvia. Hallo Mario, aber warum spielt dieses Alleine überhaupt dieses Spiel und warum läuft dieses Spiel so echt ab? Wie ist das möglich? So eine ähnliche Frage hatten wir ja schon mal. So nach dem Motto, warum läuft dieses Spiel? Wenn ich denke, dass hier ein Spiel läuft, habe ich noch nicht überprüft, ob es wirklich stimmt. Dann glaube ich dem, was meine Sinneswahrnehmung mir da einredet. Dann glaube ich dem, was es in mir denkt. Ich bin Mario oder Silvia und es gibt mich und ich laufe durch die Welt und ich stehe jetzt gerade hier an so einem netten Aussichtsplatz. Das fordert alles dazu auf, zu überprüfen, was es wirklich war, was stimmt wirklich. Welches Spiel läuft denn hier? Was läuft wirklich? Und das Ganze braucht einen, wenn wir es so nennen wollen, einigermaßen ruhigen Geist. Einen einigermaßen ruhigen Verstand, der nicht sofort traumatisch losbrabbelt, wenn morgens das Licht angeht und ich muss arbeiten und muss gut aussehen und muss einen gefallen und muss. Sondern in dem Moment, wo mal so ein bisschen Ruhe einkehrt und so eine wirklichen Sinnfragen mal Raum bekommen. Raum nicht nur, um drüber nachzudenken, sondern auch ganz einfach zu spüren, zu fühlen. Könnt ihr jetzt sagen, ich lehne jetzt hier an diesem weißen Zaun. Stimmt es, dass ich an diesem Zaun angelehnt bin? Erstmal schon angefangen von der Frage, wer oder was ist ich? Weil das, was dieser Körper ist, kann ich ja nicht sein, weil der verändert sich. Seit Beginn dieser scheinbaren Existenz verändert er sich ständig. Wird größer, wird kleiner, wird dicker, wird dünner, kriegt Pickel, Falten, Blähungen. Mal denkt er so, mal denkt er so, mal tut's weh, mal ist schmerzfrei. Haare verändern sich, Zähne fallen aus. Das ist nichts, was gleich bleibt. Und dann sagt man so selbstverständlich, ja, das bin ich, ich. Völlig unüberlegt. Wer oder was ist ich? Damit geht's doch los. Was bleibt übrig, wenn ich nichts mit dem Körper zu tun hat, wenn dieser Körper ja, so wie ich immer sage, innerhalb der Wahrnehmung stattfindet und nicht die Wahrnehmung aus dem Körper raus in die Welt geht? Was für ein Spiel passiert wirklich, wenn der Körper überhaupt nichts anderes ist als das, was um ihn herum ist? Es ist alles so, wenn man an der gedanklichen Oberfläche bleibt und so aus Kindheitstagen immer noch das scheinbare Wissen mit sich rumschleppt, was eigentlich nichts weiter ist als ein falscher Glaube. Und das nie überprüft, nie in den Moment kommt und sagt, was stimmt denn wirklich? Gibt es mich getrennt von der Luft um mich rum? Gibt es mich getrennt von dem Hintergrund, von dem, was alles um mich rum zu sehen ist? Oder bedingt sich das sogar alles gegenseitig? Ne? Was wäre, wenn es keinen Hintergrund überhaupt gäbe, wenn da überhaupt nichts da wäre, keinen um drumherum? Dann könnte es auch den Mario nicht geben. Weil alles braucht sich gegenseitig innerhalb dieses Spiels. Das hat jetzt nicht so viel mit der Frage zu tun, aber das sind ja alles so Sachen, wenn man da so ein bisschen einsteigt und so ins Fühlen kommt, dass man merkt, das ist alles Quatsch, was es in einem denkt, ausnahmslos. Alles F79, alles nicht näher bezeichneter Schwachsinn. Aber ein determinierter Schwachsinn, es soll genau so sein. Und in dem Moment, wo das klar ist, dass hier einfach ein nominales Spiel läuft, das spielt keine Rolle. Und zu der Frage, so nach dem Motto, das fühlt sich so echt an. Naja, es fühlt sich so an, als sei es echt. Punkt. Aber mehr auch nicht. Da ist nichts echt. Und dieses, da ist nichts echt, kann man paradoxerweise erfahren, in dem Moment, wo man aus dem scheinbaren Reich der Worte wieder in das Reich der Erfahrungen wechselt. Und mal versucht, das zu erfahren, was die Worte mir einreden wollen. Körper lehnt an einem Geländer. Augen zumachen, reinfühlen, wo ist der Ort, wo Körper und Geländer sich berühren? Kann ich, wenn es nur diesen Moment gibt, sagen, dass da Körper und Geländer ist? Oder ist in der Erfahrung erstmal nur sowas wie das Wort Druck, Härte, Kälte, was auch immer? So, also da hört schon mal das zweierlei auf, da gibt es nur noch dieses eine Phänomen von mir aus Druck.
Und wenn ich jetzt versuche, dieses Druckding zu erfahren, ohne die Worte im Fokus zu haben, löst sich dieses Druckgeschehen nach und nach auf. Aber es löst sich nicht auf in dem Sinne, dass es heißt, vorher war es da, jetzt ist es weg. Sondern es löst sich insofern auf, wie ich immer sage, wie das Wasser in der Fata Morgana in der Wüste. Es scheint so, als sei da Wasser. Wenn man da rankommt, merkt man, da war nie Wasser. So momentan scheint es so, als würde ein Körper an einem Geländer liegen. Und wenn ich da näher rankomme, stelle ich fest, gar nichts da. Und dieses gar nichts ist kein leeres, totes Nichts, nichts, sondern es ist paradoxerweise das, was ich bin. Und das ist der, ja, das Geschenk hier, dass ich innerhalb dieser ganzen Lügenshow immer die Wahrheit finde, wenn es mir denn gelingt, da reinzuschauen, hinzuschauen und im wahrsten Sinne des Wortes es zu durchschauen. Ja? Schönes Wortspiel. Durchschauen. Ich kann durchschauen. Da ist nichts. Und auf der Frage, um die Frage, warum spielt es sich denn überhaupt? Warum nicht? Keine Antwort darauf, weil sich ja in Wahrheit überhaupt nichts spielt. Und im Fall der Silvia würde ich sagen, das Spiel spielt sich jetzt, damit die Silvia diese Frage stellen konnte und der Mario jetzt darauf so antworten konnte. Aber dass die Silvia die Frage gestellt hat und dass der Mario geantwortet hat, hat weder was mit Silvia noch mit Mario zu tun, sondern das ist einfach das, wie sich spielt. Und bevor es jetzt noch verrückter wird, würde ich sagen, reicht als Antwort, oder? Also, wie immer, bis gleich jetzt, bla bla.